Ja, meine Lieben, willkommen zu dem neuen Vlog. Ja, ich sitze gerade hier im Auto auf der Arbeit. Und ich wollte gestern eigentlich schon die ersten Szenen drehen für den schlechte Laune-Typ. Aber ich habe mir leider so eine ganz, 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 ganz kleine Mini-Erkältung angefangen. Ich habe ein bisschen Halskratzen. Man hört das auch ein bisschen an meiner sexy Stimme. Das ist immer ganz geil. Immer wenn ich so ein bisschen halt, dann habe ich so eine ganz, ganz tiefe sexy Stimme. Jedenfalls für mich in meinem Kopf klingt sie sexy. Vielleicht klingt sie für euch total scheiße oder so. Naja, ich werde jetzt zur Arbeit. Natürlich brutal unterbesetzt. Habe ich ja schon erzählt, dass das im Moment keinen Spaß macht auf Arbeit. Aber davon lasse ich mir natürlich meine Laune nicht runterziehen und schon gar nicht meine Laune außerhalb der Arbeit. Und ja, ich habe gestern auch gar nicht großartig, ich habe in letzter Zeit sowieso so ein bisschen Zockpause, nachdem ich so super viel Fire Emblem immer gespielt habe, habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht so viel gezockt tatsächlich. Rüdiger abschließen, tschüss Rüdiger, bis später. Sondern ich habe jetzt gestern zum Beispiel El Camino geguckt, den Breaking Bad Film. Und den fand ich super. Ich denke übrigens immer noch über den Joker-Film nach. Der Joker-Film ist so genial. Ich bin immer noch am Grübeln, was war in dem Film jetzt real und was nicht. Ich habe mir Interviews vom Regisseur angeguckt und er meinte, irgendwann wird er uns erzählen, was er sich dabei wirklich gedacht hat. Und gestern El Camino, den Breaking Bad Film. Er hat sich eher geguckt wie so eine 2 Stunden lange Bonus-Episode von Breaking Bad, wo es darum geht, was mit Jesse Pinkman hinterher passiert. Und unter dem Aspekt fand ich das super. Es war super entspannt. Und genau im Stil von Breaking Bad war dieser Film gehalten. Und deshalb hat das einfach super Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Es ist kein krasser Actionstreifen, wo Heisenberg und wo die da ein neues Drogenkartell aufmachen. Nein, sondern wirklich, es geht nur um Jesse Pinkman hinterher. Und mir hat der richtig gut gefallen, der Breaking Bad Film. Hallo, meine Lieben. Alter, ich habe mich gerade erschrocken. Hier ist gerade eine Eichel aufs Fenster geknallt, ne? Da denkt man echt immer so, wenn da mal nicht irgendwas passiert, das ist mal ganz schön laut. Ich bin maximal kaputt. Ich bin erkältet. Ich habe Probleme mit meiner Lunge. Ich hoffe, es wird keine richtige Lungenentzündung. Ich atme ganz, ganz, ganz schwer. Und jetzt 9 Stunden geackert heute. Und schön eingewuppt. Und manch einer mag sich jetzt vielleicht wundern, Tim, warum bleibst du denn nicht zu Hause? Ich bin ja, weiß ich nicht, klar, man sollte so ein bisschen auf sich aufpassen. Und alle sagen immer, ja, Tim, die Firma dankt dir doch nicht und sowas. Ja, aber ich habe eine Erkältung. Es ist nicht so, dass ich mir hier jetzt das Bein amputieren muss, wenn ich jetzt hier zu viel arbeite oder sowas. Oder mir irgendwie irreparablen Schaden in der Schulter zuziehe, weil ich die nicht ausruhe. Ich bin erkältet. Mir geht's halt schlecht. Aber ich weiß nicht, es steckt einfach nicht in mir drin, deshalb mich irgendwie nach Hause zu begeben und mich für nichts zum Bezahlen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich von der schon mal erzählt habe. Das ist eine ältere Dame. Doch, ich habe, glaube ich, von der erzählt. Die kauft immer bei uns ein und die muss halt ständig Pause machen und setzt sich dann auf den Rollator und sitzt da halt wie so ein Häufchen Elend auf diesem Rollator. Und denke mir so, diese Frau geht fast jeden Tag einkaufen, muss jeden Tag einkaufen gehen, weil sie vielleicht alleine ist und quält sich durch das Leben. Ich sehe Kolleginnen von mir arbeiten, die halt ein bisschen älter sind, die auch die Probleme haben, weil sie einfach deutlich älter sind. Und diese Menschen, die quälen sich halt auch irgendwie durch. Die müssen ja trotzdem durchs Leben gehen. Und ich als 33-jähriger, junger, fitter Mann, bleib zu Hause, weil ich ein bisschen Erkältung habe. Ich weiß nicht, ich würde mich da einfach so ein bisschen schämen. Ich weiß nicht, es bringt mir doch auch nichts, zu Hause rumzuliegen und rumzujammern und sowas. Dann kann man doch auch auf die Arbeit, ich weiß nicht. Ich weiß, das sehen viele anders. Und ich will auch niemanden sagen, der jetzt sich irgendwie krank meldet, so von wegen Weichei oder so, das will ich gar nicht sagen. Jeder muss das für sich selber wissen. Aber ich glaube schon, dass heutzutage sehr, sehr viele Menschen nicht mehr wirklich viel abkönnen. Und sehr, sehr viele Menschen, und damit rede ich gerade sehr, sehr generell und nicht unbedingt über meine Kollegen, die sich jetzt hier gerade krank melden. Aber ich glaube, das wird auch keiner meiner Kollegen falsch verstehen. Es gibt trotzdem, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen da draußen, die einfach echt weich sind, nichts mehr wirklich abkönnen, sich bei jedem Popelkram irgendwie krank melden. Und ja, wir als Sozialstaat Deutschland geben einem ja auch alle Möglichkeiten, sich irgendwie ständig krank zu melden, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn die in anderen Ländern wohnen würden, wo sie dann eben mal nicht so unglaublich viel Geld bekommen, auch fürs Kranksein, dann würden vielleicht einige doch mal ein bisschen mehr die Zähne zusammenbeißen und dann würden sie vielleicht auch mal merken, okay, es geht ja doch, wenn man will. So, also, ich habe das jetzt auch gerade nochmal offiziell gehört von der Apothekerin. Der andere Apotheker hat mir das auch schon erzählt. Wir Männer leiden tatsächlich mehr bei einer Erkältung, weil unsere Hormone das nicht so gut, da nicht so gut gegenarbeiten und das nicht so gut unterdrücken. Das heißt, uns geht es tatsächlich schlechter bei so einer Erkältung.
Das ist kein Mythos und wir sind auch keine Jammerlappen, sondern uns geht's wirklich schlechter. So, ein für alle Mal basta, damit das mal bewiesen ist. Das heißt, ich darf jammern und schreien und kreischen und so weiter. Ja, Tilt. Ich wollte heute eigentlich noch was unboxen, wollte eigentlich noch was öffnen, wollte noch ein bisschen was vloggen und versuchen den Vlog für euch morgen, also am Freitag, fertig zu bekommen, aber ihr müsst es mir nachsehen und ihr seht es mir auch nach. Ich weiß ja, ihr seid ja bei sowas cool, aber ich bin echt platt. Ich habe vorhin nach der Arbeit erstmal gepennt, weil ich gemerkt habe, mein Körper braucht erstmal Ruhe und Schlaf. Und bis ungefähr 19 Uhr. Dann war ich ein bisschen am PC und dann merke ich halt auch irgendwann schon wieder, ich glaube, ich sollte einfach weiter schlafen. Einfach gesund schlafen, weiter pennen. Von daher werde ich jetzt ich habe wieder eine neue Get Digital Lootbox bekommen. Die werde ich dann morgen mit euch auspacken. Und ich bin einfach platt. Ist halt scheiße, so eine Erkältung, ne? Zieht einen komplett runter, setzt einen nach ganz unten, was das Powerlevel angeht. Von daher, ich lege mich jetzt gleich wieder ins Bett, werde noch ein bisschen daddeln und dann hoffentlich demnächst müde werden und einschlafen. Es ist jetzt gerade mal 20.59 Uhr oder 21 Uhr oder so und ich bin komplett bam, auf Null. Von daher, wir sehen uns dann morgen. Ciao. Oh, meine Lieben, Alter. Ich bin so hundertprozentig im Arsch. Heute durchgezogen, auf der Arbeit. Eigentlich hätte man da gar nicht sein dürfen. Aber ich möchte mal die Gedanken ein bisschen weiterführen, den ich jetzt gerade so aufgeworfen habe. Ich möchte da nicht missverstanden werden. Aber auch nochmal deutlicher sagen, wovon ich so ein kleines bisschen überzeugt von bin. Aber vielleicht ist das ja ein Thema, wo man drüber diskutieren kann. Wobei man natürlich nicht über Dinge diskutieren sollte im Internet, aber also mit diesem Kranksein. Ich möchte niemanden, der wirklich ernsthafte Probleme hat und deshalb die Sozialhilfe in Anspruch nimmt, also quasi das Krankengeld, möchte ich natürlich niemanden irgendwie großartig sagen, dass er nicht wirklich krank ist oder dass das nicht wirklich gerechtfertigt ist. Aber ich glaube, dass viele sich in der heutigen Gesellschaft, vor allem in Deutschland, Deutschland ist ja ein sehr sozialer Staat und ein sehr sicherer Staat und geht sie ja tatsächlich ziemlich gut, dass viele es sich angewöhnt haben, ich sag mal, sobald es unbequem wird, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Was ich damit meine ist, ich habe jetzt heute gearbeitet und ja, es war scheiße. Ja, ich wäre lieber zu Hause gewesen. Es war ein sehr anstrengender, sehr unangenehmer Tag, es war nicht schön. Aber das ist doch mein Problem, das ist doch, versteht ihr? Ich habe dieses Problem jetzt gerade und ich muss damit irgendwie klarkommen. Und es widerstrebt sich mir irgendwie, mich dann immer sofort krank zu melden und zu Hause zu sitzen und da Geld irgendwie für zu bekommen und mir halt wieder auf den leichten Weg zu gehen. Nur weil das in Deutschland halt so irgendwie gehandhabt wird. In den ganzen anderen Ländern arbeiten die Leute doch auch krank weiter irgendwie, weil sie keine andere Wahl haben. Ich glaube, dass viele Menschen, die in Deutschland mit dieser Sozialstruktur aufgewachsen sind, es sich irgendwie angewöhnt haben, sobald es mal irgendwie ein bisschen unbequem wird, sich krank zu melden. Sobald sie ein eigenes Problem haben, was Schnupfen ist, oder selbst wenn man irgendwie langfristige Probleme an Schulter oder sowas hat, dann muss man doch mit diesem Problem irgendwie leben und klarkommen. Dann kann man sich doch nicht die ganze Zeit immer wieder krank melden. Dann muss man da doch irgendwie mit arbeiten. Damit meine ich jetzt nicht auf die Arbeit gehen, sondern man muss doch mit dem, was einem gegeben wurde, irgendwie sein Leben weiterleben und kann doch nicht die ganze Zeit rumheulen und sagen, ich habe da jetzt was, ich melde mich jetzt die ganze Zeit krank. Ich weiß nicht, das war doch früher auch nicht so. Vielleicht bin ich da altmodisch. Aber das ist dann doch wieder, dass man sein eigenes Problem zu dem Problem, von dem man andere macht. Bringt einen nicht weiter im Leben. Man sollte zu den Ärzten gehen, sich vielleicht operieren lassen, wenn es nicht besser wird. Und dann, wenn man halt den Beruf nicht mehr ausüben kann, weil man irgendwas ein Problem hat, dann muss man umschulen oder irgendwas anderes machen. Man kann sich doch nicht immer wieder krank melden. Sobald man mal irgendwie ein bisschen Kopfweh hat oder sowas, dann kann man sich doch nicht immer gleich wieder krank melden. Meine Güte, es ist alles, was irgendwie gleich unbequem ist, wird heutzutage immer gleich irgendwie weggeschoben. Dann wird zu Hause geblieben. Und das ist irgendwie, das widerstrebt mir so ein bisschen. Und ich möchte damit jetzt natürlich niemanden von euch auf den Schlips treten, der sich vielleicht in letzter Zeit, der vielleicht was hat oder krank meldet.
jede Krankheit ist anders, jeder empfindet Krankheiten anders. Und klar, ich habe jetzt nun mal das Glück, dass ich eigentlich sehr, sehr relativ selten wirklich krank bin. Klar, maule ich auch mal hier in den Vlogs so mit euch rum. Und selbst das, was ich jetzt habe, das ist eine Erkältung. Aber ach, da gibt es immer noch tausend schlimmere Sachen als diese Erkältung, die ich jetzt gerade habe. Klar sitze ich hier, oh, ich bin so kaputt und sowas, aber ich will arbeiten. Ich werde auch morgen arbeiten. Und das wird halt auch wieder weggehen. So richtig dolle Probleme hatte ich ja noch gar nicht gesundheitlich. Und ja, wenn ich jetzt irgendeine bakterielle Infektion habe oder sonst was, dann melde ich mich halt auch krank. Aber ganz, ganz viele Leute heutzutage, sobald es mal ein bisschen unbequem wird oder Husten oder Kopfweh, wird sich halt immer sofort krank gemeldet. Und ich glaube, dass das. Dass die Leute da sehr verweichlichen. Und ich glaube, gerade weil das die Jugendlichen damit halt auch aufwachsen, und das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, dass viele, viele Jugendliche in der heutigen Zeit sich tatsächlich unglaublich schnell krank melden, weil die sich denken, nö, warum sollte ich denn jetzt krank arbeiten? Ich kriege doch mein Geld. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie eine andere Einstellung, als ich sie noch mitbekommen habe und vor allem als unsere Eltern sie noch irgendwie eigentlich vermittelt haben. Das sind jetzt gerade so meine Gedanken dazu. Das ist jetzt kein super ausgearbeitetes Statement, was ich jetzt gerade irgendwie in die Welt hinaus posaunen möchte. Aber ihr wisst ja, manchmal teile ich einfach meine aktuellen Gedanken mit euch. Und ich gehe jetzt nach oben und werde eine tolle Digital Lootbox öffnen. Ich hoffe jedenfalls, dass sie toll wird. Aber vorher räume ich kurz ein bisschen meine Küche auf. Meine Wohnung sieht aus jetzt gerade, weil wenn ich krank bin, dann mache ich nichts mehr. Dann vegetiere ich so richtig vor mich hin und meine Wohnung sieht aus im Moment, ne? Muss ich mal wieder aufräumen. So, meine Lieben, mit allergrößtem krassen Elan geht's heute mal wieder an eine neue Lootbox. Wuhu! Getdigital.de, your Geekstuff Supplier. Ich habe ja tatsächlich das letzte Mal vermutet, die schicken mir jetzt tatsächlich jeden Monat eine, was ich natürlich ziemlich, ziemlich cool finde. Wie immer zeige ich euch gerne einmal kurz die Webseite mit Getdigital. Diese Lootboxen könnt ihr wie gesagt abonnieren, dann bekommen die, ich glaube, man kann ein Jahr abschließen, dann wird es günstiger, 6 Monate. Ihr seht ja die Preise hier. Und das sind halt immer zufällige Lootboxen. Die sind, glaube ich, thematisch monatlich immer so ungefähr angepasst. Man kann die Dinge da drin auch immer einzeln erwerben auf der Seite. Was wir ja jetzt, wir sind ja schlauer geworden, wir sind ja besser geworden. Warte mal, genau. Bevor wir jetzt hier reingucken, ich gucke mal wieder, ob ich hier irgendwie wieder diesen Prospekt finde. Also, er war leider nicht oben auf. Ihr wisst, ich will ja nicht wissen, was drin ist, ich will mich überraschen lassen. So, ich habe jetzt nur kurz so mit der Hand gefühlt, ob irgendwo dieser Prospekt zu sehen ist, weil. In dem Prospekt ist ja immer beschrieben, was ist das eigentlich, was wir da gerade öffnen. Denn oft haben wir ja. Ich bin gerade nicht Marathon gelaufen, sondern es ist anstrengend, so viel zu reden. Ich muss gleich auch direkt wieder ins Bett. Ich gehe gleich wieder pennen. Achso, übrigens, wo wir gerade, bevor wir angefangen haben, nochmal kurzes Feedback. Ich habe ja gesagt, dass ich immer, wenn ich Dinge teste, die auch gerne langfristig testen möchte. Und wir haben ja hier einmal mal die günstige Variante von meinem coolen Dingsbums. Ich zeige euch mal, was ich meine. Also es klebt tatsächlich sehr, sehr schlecht. Das hier ist die billige Variante, die ich damals bei Lidl gekauft habe. Die deutlich günstigere Variante. Sie ist an vielen Stellen hat sie sich gelöst und da hinten tatsächlich hat sie sich schon komplett von der Wand gelöst, obwohl das Holz ist. Also, dass man hier auf der Tapete, dass das dann nicht so gut klebt, verstehe ich ja noch. Aber auch am Holz klebt das halt wirklich, wirklich nicht gut. Während wiederum die 50 Euro war, also 45 Euro Variante, die klebt tatsächlich innerhalb der Vitrine immer noch bombenfest. Also das nur mal so als kleines Feedback, denn das sind ja durchaus dann doch Kleinigkeiten, die auf Dauer nerven könnten. Wenn jetzt dieses ganze Band sich jetzt hier langsam so nach und nach ablöst, dann muss ich mir halt Gedanken machen, wie ich das dann überhaupt erstmal wieder befestigen soll. Genauso, warte mal, bevor ich das vergesse, genauso gehen wir auch mal kurz rüber. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal, habe ich euch ja auch gesagt, dass ich eine Schutzhülle für meine tolle Nintendo Switch bekommen habe. Und diese habe ich ja das letzte Mal befestigt. Und ich kann tatsächlich sagen, erstens, die sitzt natürlich immer noch bombenfest. Also die sitzt richtig, richtig fest. Und überraschenderweise habe ich festgestellt, die stört mich halt überhaupt nicht. Ich war sehr, sehr skeptisch. Ich habe echt gedacht, dass mich das irgendwie stört, visuell oder sowas, beim Zocken. Aber nee, tatsächlich kein Stück. Man nimmt das überhaupt nicht wahr. Und zwar ist das ja von Smarttact, die hier gewesen.
Davon nehme ich ja auch zwei. Oh, Alter. Erkältung ist krass, ne? Und zwar sind das ja die hier gewesen. Von Smartact Premium Tempered Glass Clear Protect. Ich gebe euch nur den Tipp, falls ihr jetzt zwei von diesen Dingern von mir gewinnen solltet oder ihr habt vor, euch sowas selber mal zu kaufen. Wie gesagt, geiles Ding, schützt den Bildschirm top. Ich habe ein besseres Gefühl jetzt dabei, wenn ich die Switch mal irgendwie mitnehme. Aber macht das wirklich in Ruhe mit dem Befestigen. Ich habe tatsächlich eins von diesen Dingern versaut. Denn man muss ja erstmal im Vorwege den Bildschirm komplett reinigen, komplett trocknen und dann haben sie tatsächlich mit beigeliefert und das habe ich vorher noch nie gesehen, nochmal extra so ein Tuch, um halt auch den allerkleinsten Staub noch vom Bildschirm zu entfernen. Und nachdem ich das benutzt habe, war auch wirklich gar nichts mehr auf dem Bildschirm und ich konnte dann sehr, sehr gut dieses Schutzglas darauf befestigen. Denn davor, bei einer anderen Variante, da waren dann tatsächlich noch so zwei kleine Staubkörner dazwischen. Die nimmt man kaum wirklich wahr, aber die sorgen dann eben dafür, dass die immer noch zwischen Bildschirm und Schutzglas sitzen und so kleine Druckpunkte hinterlassen. Leute, ich merke gerade, mir fällt es tatsächlich sogar extrem schwer, lange am Stück zu reden. Ich atme sofort schwerer. Wir machen das Paket morgen auf, weil ich sehe dieses Pack-Opening, das wird jetzt ja doch wieder eine Viertelstunde ungefähr dauern. Und wenn ich jetzt schon so aus der Puste komme, wenn ich ein bisschen länger mit euch rede, was soll der Scheiß? Ich bin krank, ich gehe ab ins Bett. Wir sehen uns dann morgen wieder. Peace. Okay. Ich muss sowieso noch 10 Minuten warten, weil mein neues Video, was ich morgen unbedingt hochladen muss, das rendert jetzt noch 10 Minuten. So, das heißt, wir machen das jetzt. Ich glaube, morgen wird es mir nämlich auch noch nicht unbedingt deutlich besser gehen. Also, wir gucken jetzt mal hier rein, wie immer. Eben mit meiner Hand. Ich kann euch ja zeigen, was ich hier mache. Ich selber darf es nicht sehen. Wir haben als erstes ein T-Shirt. Jetzt sind wir natürlich mal gespannt, ob ich das kenne. Oh, ich sehe schon direkt Scooby-Doo. Okay, bei den T-Shirts ist ja immer ganz spannend, ob ich kenne, was da drauf ist oder nicht. Who you gonna call? Sind die Ghostbusters. Das sind zwei davon. Aber das sind nicht die anderen beiden. Die kenne ich nicht. Scooby-Doo kenne ich natürlich. Und das sind zwei Ghostbuster. Aber warum nur zwei? Und die kenne ich tatsächlich nicht. Wir können ja nachher mal... Ich finde das übrigens mittlerweile übrigens ganz cool, tatsächlich mit diesen ganzen verschiedenen T-Shirts, die immer so hier zu haben. Weil die passen mir tatsächlich echt immer ziemlich gut, haben immer die richtige Größe. Und ja... Finde ich erstmal im ersten Moment cool. Scooby-Doo finde ich cool. Ghostbusters. Und mal gucken, ob wir gleich noch rausfinden, wer die zwei komischen da links sind. So. Ich halte das Handy hier wieder auf. Und was haben wir hier? Wir haben eine Ente? Eine Aquaman-Badeente. Okay. Ist das jetzt ein Gag? Also, es ist einfach nur eine Ente mit dem ja, Aquaman-Look. Warte mal, quietscht die? Die quietscht ja gar nicht. Was will man denn mit einer Badeente, die nicht quietscht? Aber okay. Ist das vielleicht dann wieder auch wieder ein irgendein Gag, den ich gerade nicht verstehe? Nehmen wir erstmal so hin. Nehmen wir erstmal so hin. Okay, DC ist sowieso immer super viel dabei bei diesen Lootboxen, ne? Was haben wir hier? Stulu Schneekugel. Stulu? Fluch von Stulu oder sowas? Snow Globe. Mit güldenem Glitzer, gefangen im Glas, sitzt hier Cthulhu. Das ist doch der Fluch von irgendwas, ne? Okay. Ja, es ist eine Schneekugel. Im Stile von der Fluch von Cthulhu. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Okay. Auch das nehmen wir erstmal so hin. Ist jetzt auch per se nicht etwas, was mich unglaublich triggert oder so, aber hey, umso mehr für euch. Ihr wisst ja, alles, was aus diesen Lootboxen kommt und was für mich persönlich nicht interessant ist, bleibt für euch über. Und Entschuldigung, ihr wisst ja hoffentlich, dass jetzt am 23. Oktober, ich werde das morgen am Sonntag aber auch nochmal explizit hochladen, jetzt am 23. Oktober, da ist ja in Gelsenkirchen Action.
da treffen wir uns ja und da haben wir, wird ja unser Merch-Shop eröffnet und ich nehme eine ganze Tasche mit nur Gewinne extra für euch, um die dann an euch zu verlosen. Unter anderem, ich weiß es noch nicht, zwei Spiele habe ich euch ja gesagt, Link's Awakening und Fire Emblem nehme ich mit und hier super, super viele Sachen, super viele von solchen Sachen. Ich nehme das alles mit und ihr könnt euch dann, wenn ihr zu diesem Event kommt, für 1 Euro kauft ihr so ein Los. Das geht dann an einen wohltätigen Zweck und dann seid ihr mit im Lostopf und jedes Los gewinnt. Das ist halt ziemlich geil, ne? So, wir gucken hier mal weiter rein. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben Spider-Man Homecoming. Includes Mystery Collectible. Spider-Man. Auch wieder, ne? Marvel und DC ist einfach immer super, super viel dabei. Also Comic-Helden, Comic-Kram und sowas ist immer mega viel dabei in diesen Lootboxen. Gut, ich würde sagen, ich mache das gar nicht erst auf. Für Leute, die vielleicht sogar gerne sammeln, für die ist dann weiterhin die Überraschung dabei. So, was haben wir hier? Wir haben einen The Night is Dark. Es ist ein Buch in Full of Terror. Game of Thrones. Das sieht ziemlich cool aus. Ich überlege jetzt gerade, The Night is Dark. Von wem war denn dieser Spruch? Also, ich glaube, der Spruch kommt von Melisandre. Melisandre, oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Das ist die rote Frau, die ja auch mit diesem Fluch Stannis rettet. Die begleitet ja Stannis immer und bringt ja Renly um mit diesem Fluch. Und ich habe kurz reingeguckt, es ist tatsächlich hoch, Mensch, mit einer Hand ganz schön schwer aufzukriegen. Es ist halt ein normales Notizbuch und ihr habt gesehen, ich habe das Ding schon aufgemacht, weil Game of Thrones finde ich natürlich toll. Game of Thrones mag ich sehr gerne und dementsprechend habe ich beschlossen, dieses Notizbuch für mich zu behalten, denn das ist tatsächlich echt ganz schön. Finde ich gut. Ich grabbel weiter rein und wir haben hier ein Poster. Ein Poster der Rabe. Ist das jetzt eine Geschichte oder ein Poster? Ich warte mal ab, was das Buch sagt, also wenn da noch eins drin ist, damit wir genau wissen, was das ist. Und dann entscheide ich halt, ob ich euch das zeige oder ob ich das einfach so lasse, falls irgendwelche Leute das vielleicht gerne noch einmal haben wollen von mir. So, hier könnte jetzt was bei sein. Kurze Hermeneutik der Angst. Sehr, sehr cool. Wir haben wieder eine kleine Kurzgeschichte. Das letzte Mal hatten wir nämlich auch schon eine Kurzgeschichte und die habe ich dann in einem meiner Livestreams am Ende vorgelesen. Und auch diese Kurzgeschichte werde ich selbstverständlich dann demnächst in einem meiner Streams vorlesen. Was haben wir hier? Monster Allergy. Ein kleiner Comic. Ha, cool. Den nehme ich jetzt direkt mit ans Bett und werde mir den gleich mal durchlesen. Ah, hier haben wir das, hier haben wir die Broschüre. Get Digital Lootbox für Nerds und Geeks. Aber erstmal öffnen wir das Ding hier natürlich komplett, weil das Ding könnte mich sonst spoilern, was hier vielleicht noch drin ist. So, wir haben, wie ich das sehe, noch eine größere Sache. Und wir haben Beetlejuice? Ja, Beetlejuice. Din. Ist mal eine Figur, nicht so eine typische Figur zu den DC- oder Marvel-Helden, sondern Beetlejuice. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das mal geguckt hat früher, aber Beetlejuice war auch eine sehr, sehr interessante, sehr, sehr kleine, bekloppte Serie. Gab es auch einen Comic von und gibt es auch ein NES-Spiel von. Aber auch Beetlejuice, also cool ist das NES-Spiel, irgendwie das NES-Spiel ist scheiße, aber ich habe auch die Serie nie so richtig geguckt. Das heißt, Statue ist cool, weiter ist hier nicht was drin. Aber ja, Mensch, dieses Mal ist ja nicht so der Volltreffer für mich dabei gewesen. Dieses, das Einzige, was ich halt so ziemlich cool finde, ist einfach dieses Notizbuch aus Game of Thrones. Nicht nur, weil es Game of Thrones ist. Ich finde, das ist auch ganz schön gemacht, tatsächlich. Und ja, eine kleine Kurzgeschichte für die Streams ist natürlich immer ganz cool. Und wir gucken mal, was das so ist. Ah ja, Shirt, who you gonna call? Geister, Geister, Geister. Die echten Geisterjäger. Die Mystery Incorporation und die Winchester-Brüder. Die Winchester-Brüder. Die kenne ich gar nicht. Schneekugel hier, Cthulhus Ruf. Ach ja, genau, nicht Fluch, sondern Cthulhus Ruf. Aber was war das denn nochmal? Ein Spiel, oder? Oder, ah, genau, H.P. Lovecraft. Irgendwie sowas war das, ja, ich erinnere mich.
Hier gibt es vier so eine, genau, Beetlejuice. Hier gibt es diese Spider-Man-Figuren. Ihr seht, man kann die Sachen halt auch alle mal einzeln kaufen, wenn man halt unbedingt möchte, ne? Bügelpatch. Ha, Tatsache! Den hätte ich jetzt. Guck mal. Obey Cthulhu. Der war tatsächlich da noch drin. Den hätte ich gar nicht gesehen, wenn ich da nicht reingeguckt hätte. Ihr habt gesehen, der war echt fies da drinnen noch versteckt. Okay, sehr, sehr cool. Game of Thrones Notizbuch, 7 Euro. Eine Loot-Geschichte. Comic Monster. Aha, hier. Türposter. The Raven, der Rabe. Ach, das ist eine Geschichte der Horrorliteratur. Das heißt, es ist tatsächlich so ein Poster, ein ganz, ganz großes, mit der Geschichte der Rabe. Und aber weil das halt gerade so super schön noch verpackt ist, würde ich auch sagen, da gibt es bestimmt Leute, die das hier richtig, richtig feiern. Und deshalb werde ich auch das so verpackt lassen. Und ihr seht ja hier, wie das Ding so ungefähr aussieht. Sowas finde ich immer mega cool, wenn man, wie gesagt, auf solche Sachen abfährt. Ja, dieses Auto und so hatten wir jetzt hier nicht drin. Aber auch hier seht ihr dann, wie gesagt, wieder die Upgrades. Und hier ist natürlich auch ein bisschen beworben. Ach ja, stimmt. Ich hatte beim letzten Mal, das hatte ich ganz vergessen. Okay, diesmal könnt ihr euch den Gutscheincode gerne angucken, wenn ihr wollt. Weil ich habe noch den vom letzten Mal über. Da gibt es dann diese beiden Sachen hier. Aber ich wollte die sowieso mal testen. Vielleicht taugen die auch gar nichts. Kann natürlich auch sein. Wie hat dir die Lootbox gefallen? Ja, ist eine gute Frage. Also aus persönlich, also ich finde generell finde ich diese Lootbox mittlerweile echt ganz cool, weil ich einfach finde, da ist sehr, sehr viel Kram drin. Da ist auch immer mal, wie zum Beispiel diese kleinen Kurzgeschichten, finde ich immer cool, wie die Streams. So ein kleiner Comic. Also es ist halt immer recht viel Kram, recht viel cooler Kram. Diesmal habe ich ein Game of Thrones Notizbuch bekommen. Eine Kurzgeschichte für die Streams und ansonsten einfach, oh Gott, sorry, hab grad Schluck auf, sehr, sehr viel Kram, hauptsächlich für euch. Von daher, ich freue mich für euch, herzlichen Glückwunsch an euch. Warum habe ich jetzt so einen Schluck auf, ey? Ich glaube, mein Video ist jetzt fertig und ja, meine Lieben, wünscht mir natürlich eine gute Besserung. Und was mir aber auch sehr, sehr gut gefallen hat, war... Ich lache andere Leute ja auch immer aus, die einen Schluck auf haben. Und jetzt kann ich es euch nicht verübeln, wenn ihr mich auslacht. Ein Schluck auf ist an sich nervig, aber ist ja auch nicht besonders schlimm. Und Schluck auf ist schon irgendwie ein bisschen was Witziges. Ja, der schlechte Laune-Typ ist tatsächlich echt ganz gut angekommen. Ich habe ja jetzt gerade das allererste Video auf meinem neuen Kanal Schlechte Laune-Typ hochgeladen. 10 Dinge, die ich hasse. Und ich hätte auch schon längst ein neues Video gedreht, aber wie ihr gerade seht, bin ich nicht wirklich in der Lage, irgendwas zu drehen. Sonst hätte ich schon über andere Dinge upgraged. Aber ich werde mich erstmal komplett erholen. Ich muss morgen noch hinter mich bringen. Und dann habe ich Sonntag und Montag frei, bevor ich dann Dienstag nach Gelsenkirchen reise. Das ist mir gerade das Allerwichtigste, dass ich bis Montagabend, so bis Dienstag wieder fit bin, damit ich dann auch nach Gelsenkirchen reisen kann. Ja. Von daher, der schlechte Laune-Typ kam ganz gut an. Das freut mich persönlich auch total. Einen neuen Podcast haben wir online. Der Kenny K. Und ich haben über ASMR gesprochen. 1 Stunde 20 irgendwas. War eine sehr, sehr interessante Unterhaltung. Auf gutelaunetyp.de könnt ihr euch den Podcast anhören und runterladen. Oder für die Spotify-Nutzer auch auf meinem Spotify-Profil Gute Laune Cast auch zu finden. Und der Gute Laune-Typ könnt ihr euch auch den Podcast anhören. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal an meine Patreons und herzlichen Glückwunsch an den Gewinner vom letzten Mal. Und zwar habe ich ja unter meinen Membern auf YouTube ausgelost. Schollchen, herzlichen Glückwunsch, hat ein Paket gewonnen. Ich habe nur gerade Probleme mit der Bestellung von den Online-Covern, von den CDs. Ich weiß, ihn stört das nicht, er wartet ganz brav auf diese Dinge. Und ich werde jetzt auch Ende dieses Monats unter meinen Patreons das erste Mal so ein Merch-Paket auslosen. Und sobald ich die CDs habe, geht es halt auch rund, weil den Rest habe ich ja schon. Ja. So viel dazu. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich gehe jetzt wirklich ins Bett. Ich weiß, es ist jetzt gerade mal 11 Uhr, also 23 Uhr, aber ich bin platt, als wäre es keine Ahnung was. Also, ich wünsche mir selbst eine gute Besserung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns Sonntagabend. Da werde ich nochmal explizit auf das Event hinweisen. Also,